Moin Leute, heute unser Spiel gegen Red Bull Leipzig und damit gegen den Tabellenführer und das ausgerechnet unter solch dermaßen krassen Personalbedingungen, wie man sie wohl noch nicht erlebt hat. Also in meinen 42 Jahren als Veteraner da sein, ich weiß, ich wiederhole mich damit, aber ich kann es nur wieder sagen, ich habe in dieser ganzen Zeit eine solch heftige Verletzungsmisere noch nicht erlebt und ich hoffe sehr, dass ich sie nicht noch einmal erleben werde. Nichtsdestotrotz werden wir eine tolle Mannschaft auf den Platz bringen. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das Spiel heute trotzdem gewinnen werden. Was macht mich so optimistisch? Allein schon die Tatsache, dass wir ein volles Haus haben und die Fans werden die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Sekunde hundertprozentig frenetisch nach vorne peitschen. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin nachher auch dabei, bin in der Westkurve. Also West unten bin ich nachher, aber vielleicht sieht man sich ja vor dem Spiel noch im Ostkurvensaal auf ein Bierchen. Vielleicht lernt man sich da auch mal kennen. Würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass wir heute gegen Red Bull Leipzig das Spiel gewinnen werden. Was die Aufstellung angeht, nun, da ist mir auch diesmal nicht so sonderlich viel eingefallen, aber ich habe mal bei Deichstube.de nachgeschaut und die lassen in einem 4-3-3 spielen, würden die irgendwas so machen, die haben eine Art Notelf herausgegeben und zwar ein 4-3-3 ist übrigens etwas, was ich unter normalen Umständen auch spielen lassen würde, denn das ist ja nun eine offensive Ausrichtung und die Geschichte zeigt, dass Red Bull durchaus seine liebe Mühe und Not hat, wenn man ihnen offensiv ankommt. Also 4-3-3 und ich bin davon überzeugt, dass wir das Spiel heute auf jeden Fall gewinnen werden. Und nun die Aufstellung präsentiert bei deichstube.de. Im Tor natürlich ganz klar Pavlas, dann die Viererkette Marco Friedel, Christian Groß, Theo Gebesselassie und Michi Lang auf der 6, dann Maxi Eggestein über die Flügel mit David Klaassen und Leo Bittencourt, dann in der Box mit Josh Sargent und dort ebenfalls über die Flügel. Und da begrüßen wir schon mal einen Rückkehrer, nämlich Rocket und über rechts dann Jojo. Also ein lupenreines 4-3-3 und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das Spiel heute auch für uns entscheiden werden. Jungs, ihr schafft es, ich bin nachher da und ich werde heute wirklich euch so anfeuern, ich werde morgen keine Stimme mehr haben. Gut, ja, und mein Wettertisch ist natürlich auch wieder da. Tada! Für all jene, die ihn noch nicht so häufig gesehen haben, würde ich ihn dann doch mal eben zeigen. Ja, bitteschön. Fangen wir einmal hier an. Die drei Teddys da, der Große und seine beiden Freunde. Ja, die drei Enten. Die beiden Frösche. Schweinchen ist natürlich auch wieder da. Oink, 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 oink. Der Werder Bremen Gartenzwerg. Dann hier der Werder Kellogg's Truck, der sie alle mit Leckereien versorgt. Und dann hier die beiden Werder Bremen Biergläser. Ich komme jetzt mal zu ein bisschen Gedöns hier. Die zwei Werder Bremen Biergläser, das Werder Bremen Tim Borowski Glas. Hier, bitteschön. Dann die Werder Bremen Kaffeetasse habe ich mal vor 3 oder 4 Jahren beim Tag der Fans geholt, von Baumi unterschrieben. Noch nie benutzt übrigens, ist mir einfach zu wertvoll dafür. Dann habe ich hier noch einen Werder Bremen Schnapskrug. Werder Bremen Trinkflasche. Alles noch unbenutzt, wirklich noch unbenutzt. So. Werder Schlüsselanhänger habe ich hier. 3 Werder Bremen Feuerzeuge, auch die noch nicht einmal benutzt, jedenfalls nicht für Zigaretten, denn ich bin Nichtraucher. Werder Bremen Schreibutensilien und ein paar Werder Bremen Buttons. 37 Werder Becher,
alles Einzelstücke. Meine Werder Schals, zwei hier und drei da. Der dritte, einer hat sich ein bisschen versteckt. Kuckuck, Kuckuck, da bist du ja, Kuckuck. Alles klar. Schlaf weiter. Aber nachher zum Spiel aufwachen. Nicht vergessen. So, und das Ganze auf einer schönen dreigeteilten Werder Bremen Tischdecke. Ja, heute geht's. Gerade in solchen Umständen brauchen die Jungs unsere Unterstützung. Und ich kann nur sagen, wir stehen alle hinter ihnen. Wir werden die Mannschaft nach vorne peitschen. Ich freue mich sehr darauf. Und wer übrigens nicht im Stadion sein kann, dem kann ich nur das Radio empfehlen. Denn Bremen 1 überträgt das Spiel live von 18 Uhr bis um 21 Uhr im Rahmen der XXL-Bundesliga-Sendung. Und wenn ihr Amazon-Kunden seid, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch auf Amazon hören. Das und zwar natürlich sogar gratis. Also, es geht heute, und wenn ihr Grüße habt, auch ganz wichtig, die Grüße könnt ihr bei mir unten ins Kommentarfeld reinschreiben, die gebe ich dann jeweils im nächsten Video weiter. So, also es geht nun. Ich bin nachher da, vielleicht sieht man dich ja, würde mich sehr freuen. Und halt ein weißes lebenslang grün-weiß. Übrigens, wenn ein Video mit dem Tutti wird es auch wieder geben, das seht ihr dann morgen, spätestens morgen wieder auf meiner Facebook-Seite. Also, lebenslang grün-weiß, lebenslang Werder Bremen, vielleicht sieht man sich nachher. Und wir sehen uns. Es geht!